Dieter Köfler jetzt neben mir. Und Dieter, du bist jetzt zur Abwechslung einmal nicht der Gejagte, sondern auf der Jagd im Casino Grand Prix. Wie fühlt sich denn das an? Was ist dir denn das liebere Gefühl? Ach, das liebere Gefühl, man muss ja sowieso seine Leistung bringen und hat seine eigenen Vorstellungen, was da am Ende rauskommen soll. Ob ich jetzt ganz als Letzter dran bin oder ein bisschen vorher. Der Vorteil als Letzter ist natürlich schon der, dass du da den Überblick hast und mal weißt, wie die anderen alle waren. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Erstmal schauen, dass wir heute eine ordentliche Runde reiten. Wie gehst du es denn an? Du hast dein Spitzenpferd wieder am Start, nehme ich an. Der ist jetzt wieder schön langsam fit, noch nicht hundertprozentig. Der hat da in Lassé müssen pausieren, weil er da ein bisschen ein Fieber gehabt hat. Und hoffe, dass er das heute wieder ordentlich erledigt. Du, andere Frage, weg vom Casino Grand Prix. Wie geht es dir sonst mit deinen auch jungen Pferden? Was ist da so, da? Was steht am Plan, sagen wir so? Im 14. Tag bin ich mal sicher wieder da. Ob ich nächste Woche noch zum Michi fahre, habe ich noch nicht ganz mich entschließen können. Muss mal schauen, das schaue ich, wie das heute am Abend ausschaut und entscheide mich dann morgen, ob er noch Platz hat. Ja, und dann ist die Staatsmeisterschaft gleich mal da. Für die ist eigentlich Hauptaugenmerk, dass man da fit ist. Und dann im August möchte ich zu Michi, da gehen dann auch die jungen Pferde diese 14 Tage im August das 2-Stern machen. Das wäre dann der Plan, dass dort im 5- und 6- und 7-Jährigen auch die jungen Pferde mitgehen. Anmerkung der Redaktion, Michi ist gleich wahrscheinlich Michi Steinbrecher, Lake Arena, oder? Genau, so ist es in der Lake Arena bei Michi, ja. Alles klar, vielen Dank und viel Glück heute. Danke.